Fertig, so kann ich aus dem Haus gehen. Oh nein, ich muss niesen. Was? Was ist denn mit mir passiert? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich brauche einen Spiegel. Wow, so viele Juwelen in meinem Gesicht. Voll schön. Ich liebe es. Das müssen auch die anderen sehen. Tascha, du kannst jetzt rauskommen. Deine Frisur gefällt mir heute ganz besonders gut. Hey, guck mal da drüben. Voll cool, so eine schöne Puppe. Ich liebe ihre Frisur, wie heißt sie? Oh, jeder in der Klasse mag nur ihre Puppe. Darla, ich glaube, wir müssen dir mal eine neue Frisur verpassen. Hey, ich weiß, wie wir das richten. Gut, meine Puppe kann ich nicht verändern, aber dafür mich. Zuerst setze ich grüne Kontaktlinsen ein. Und dann kommt das Make-up. Ich trage weiße Farbe mit dem Lidschattenstift auf. Erst auftupfen und dann mit einem Pinsel verblenden. Als nächstes kommt Pink. Die Farbe trage ich außen auf. Und nun kommt Glitzer dazu. Wahnsinn! Nur ein kleines bisschen auf dem Weiß. Dann male ich mit Eyeliner eine schwarze Linie auf dem oberen und dem unteren Augenlid. Dann kommt noch mehr Pink und Glitzer dazu. Soweit, so gut. Und nun tragen wir die Foundation auf. Dann trage ich noch ein wenig Rouge auf meine Wangen auf und bringe dann meine Augenbrauen in Form. Wenn die Form passt, fülle ich die Augenbrauen mit Farbe auf. Und Zeit für den Lippenstift. Und noch die falschen Wimpern. Nur noch ein paar Schritte, dann sind wir fertig. Zwei kleine weiße Striche auf den Lippen sehen aus wie Highlights. Und nun sind die Haare dran. Die Frisur steht. Fehlt nur noch etwas Make-up darum. Den Haaransatz male ich dann braun an und male weiße Linien hinzu. Yes, endlich fertig und ich sehe einfach umwerfend aus. Sie ist echt so niedlich und... Oh mein Gott! Na, was sagt ihr dazu? Oh, wow, 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 tolles Make-up! Du siehst aus wie ihre Puppe, nur viel besser. Sorry, Tascha, bis später. Zeit für ein paar Puppen-Moves. Okay, alles steht an seinem Platz, dann kann's ja losgehen. Ach, da steht die Konkurrenz. Hä? Huh? Warum starrt sie so? Hey, Eis! Kommt und holt euch leckeres Eis! Yes, hier ist dein Eis! Danke für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Eis! Frisches, leckeres Eis! Nur heute! Yes, mein Eis kommt voll gut an. Eins für dich und für dich und für dich auch. Huh? Wie hat sie es geschafft, so viel Geld zu verdienen? Hey, mein Eis ist auch super lecker und schmackhaft. Warum will denn niemand mein Eis kaufen? Das schmeckt genauso gut. Hey, liegt es etwa an mir? Okay, ich setze mir eine bunte Kontaktlinse ein. Blau ist gut. Dann brauche ich eine Eiswaffel und fahre sie nach. Sobald der Kreis fertig ist, brauche ich Taschentuch und flüssiges Latex. Das zerknüllte Taschentuch tunke ich in das Latex. Dann bringe ich es an dem Kreis an. Das Papier soll einen schönen Kreis ergeben. So, fertig. Jetzt bringst du die Eiswaffel an. Warte mit dem nächsten Schritt, bis die Eiswaffel hält. Mit dem weißen Kajal malst du Linien in dein Gesicht. Bis hin zu meinen Lippen und Kinn. Okay, das sollten genug Linien sein. Das Taschentuch wird nun pink angemalt. Tupfe die Farbe auf das trockene Taschentuch. Wenn alles bedeckt ist, kommt noch das Gesicht dazu. So, und jetzt fehlen nur noch die Zuckerstreusel. Und die streue ich über die Waffel und die Farbe. Auf meine Lippen und mein Augenlid kommen auch welche. Endlich fertig. Sieht echt so aus, als hätte ich ein geschmolzenes Eis im Gesicht. Und nun ist es Zeit, ein bisschen mehr Eis zu verkaufen. Eiscreme, leckeres Eis. Wer will Eis? Wow, die sieht echt krass aus. Das Eis muss dort richtig gut schmecken. Wow, dein Make-up ist voll krass. Vielen Dank. Hier ist dein Eis. Ich hätte auch gern eins. Mh, dieses Eis schmeckt voll lecker. Oh, what the heck? Na warte, das kann ich auch. So, na, was sagst du zu meinem Look? Huh? Oh, ich würde so gern mal einen Alien treffen. Früher oder später werde ich bestimmt einem begegnen. Hey, was sagst du zu meinen neuen Schuhen? Sorry, bin immer noch inmitten einer Forschungsarbeit. Moment mal, ich weiß schon, wie ich Ihre Aufmerksamkeit bekomme. Seid ihr bereit für meine Make-up-Verwandlung? Ich male als erstes eine schwarze Linie um mein Auge. Dasselbe mache ich mit dem zweiten Auge. Okay, das reicht. Und nun wird es ausgemalt. Ich fülle die Formen um meine Augen mit Schwarz aus. Die Augenbrauen müssen auch bedeckt sein. Um die Augenlider kümmere ich mich gleich. Dafür brauche ich nämlich einen Pinsel und keinen Stift.
Und natürlich darf die grüne Farbe nicht fehlen. Das komplette Gesicht muss nun grün gemalt werden. Auch die Lippen. Meine Haare müssen auch grün gemalt werden. Für die Augenpartie benutze ich einen kleinen Pinsel. Mit dunkelgrün male ich die Konturen in meinem Gesicht nach. Nicht vergessen, alles zu verblenden. Auch die Unterlippe braucht Contouring. Und genauso über den Lippen. Als Kontrastfarbe etwas Gelb. Das Gelb tupfe ich auf meine Wangenknochen. Und um die schwarze Partie meiner Augen. Auf die schwarze Augenpartie male ich dann zwei weiße Linien. Und mit geschlossenen Augen sehe ich dann aus wie ein Alien. Das wird voll cool. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Hm, das sind Wandsticker? Oh mein Gott, ein Alien! Ah, endlich! Oh, ich liebe dich, du bist wunderbar! Komm, wir müssen auf jeden Fall ein Selfie machen. Soll das ein Witz sein? Das ist nur Make-up? Kaum zu glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Dann kann ich mich ja nun wieder abschminken. Wische die ganze Farbe einfach weg. Das sollte nicht lange dauern. Ja, kaum zu glauben, dass er das zu ihr gesagt hat. Ha, das ist meins. Na, was ist? Ups, oh, das wird Ärger geben. Das reicht. Rennen im Schulgang ist verboten. Ich erwarte deine Eltern in meinem Büro. Oh, so ein Jammer. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Hey, ich habe eine geniale Idee. Bist du bereit für eine Make-up-Verwandlung? Trage auf der Stirn Make-up auf. Das ist wasserfester Kleber, der trocknen muss. Ziehe die Haut auseinander und trage ihn auch hier auf. Wenn er trocken ist, sieht das wie Falten aus. Dasselbe mache ich mit Mund und Nase. Das Ganze wiederhole ich dann auf der anderen Seite. Nun ist die Seite auch fertig. Und nun kommen die Augen. Ich sehe voll alt aus. Und auch meine Lippen müssen jetzt noch alt aussehen. Und meine Augenbrauen forme ich mit Kleber, damit sie grau aussehen. Die Wimpern dürfen auch nicht fehlen. Und nun die Foundation verblenden. Fehlt nur noch die Oma-Perücke. Na, was sagt ihr? Sehe ich aus wie eine Mutter oder eher wie eine Oma? Hallo, Frau Direktorin, meine Oma ist jetzt hier. Ja, bitte setzen Sie sich. Setz dich einfach hier hin, Oma. Ich warte draußen. Hm, Sie sind also die Oma? Sie wollten mit mir sprechen. Ach, okay, ja, Ihre Enkelin hat sich völlig daneben benommen. Ich verstehe, keine Sorge. Ich werde das mit meiner Enkelin besprechen. Ha, hat voll geklappt. Sie hat es uns abgekauft. Danke, du bist die beste Freundin aller Zeiten. Und nun kann ich endlich den Kleber wieder abziehen. Sieh dir das an, wie alte Hautfetzen. Moment mal, das ist doch nicht zu fassen. Was soll das? Schnell weg! Hey Bro, das war echt ein gutes Spiel. Ja Mann, ich liebe Basketball. Na los, lass uns noch eins spielen. Oh, Basketball, cool. Darf ich mitspielen? Vergiss es. Keine Mädchen erlaubt. What the heck? Ist das wirklich euer Ernst? Jungs sind echt blöd manchmal. Hm, was wäre, wenn ich... Ich leg den Schmuck erstmal ab. Und nun entferne ich all das Make-up aus meinem Gesicht. Auch die falschen Wimpern und das Glitter muss weg. Ich liebe es, wie sauber sich mein Gesicht anfühlt, wenn kein Make-up drauf ist. Und nun bin ich bereit für einen neuen Look. Als erstes fülle ich die Augenbrauen auf. Und dann bürste ich sie, damit sie buschiger aussehen. Anschließend kommen mit dunkler Farbe Konturlinien in mein Gesicht. Und dann wird alles verblendet. Okay, nun zu den Wimpern. Trage etwas Foundation auf die Wimpern auf. Und nun brauche ich noch etwas schwarze Farbe. Nicht zu viel, es sollen ganz kleine Punkte werden. Es soll so aussehen, als ob ich Bartstoppeln hätte. Schön am Kiefer und auf meinem Kinn entlang. Perfekt, das war's. Und jetzt fehlt nur noch die Cappy. Die versteckt nämlich meine langen Haare. Na, was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, sie werden mir abkaufen, dass ich ein Typ bin? Das ist echt eine krasse Verwandlung. So kann ich bestimmt mitspielen. Mann, der Ball ist völlig hinüber. Hey, Bro, Bock auf eine Runde? Guter Wurf, Bro. Und was sagst du jetzt?
Ich bin nämlich gar kein Junge. Ihr hättet mich vorher schon mitspielen lassen sollen. Ja, du hast recht. Okay, komm, lass uns spielen. Welcher dieser Make-up-Tricks hat dir am besten gefallen? Schreib's in die Kommentare. Und vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst.